Also für mich persönlich ist es schon im Beruf sehr wichtig, weil ich versuche dann mich auch auf dem russischen Markt zu etablieren und das auch sehr schätze. Und das ist für mich ein großer kultureller Gewinn, dass ich da im kyrillischen Sprachraum tätig sein darf. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass man nicht nur die fremden Sprachen mechanisch quasi übersetzt und versucht, eigene Kultur nach außen transportieren. Es ist meine Überzeugung, das ist immer schief gelaufen, sondern man soll versuchen, diese Kultur ein bisschen zu integrieren in der Kommunikation, in der Arbeit. Und dann sind die Kunden, die das mehr oder weniger partizipieren, umso dankbarer, weil sie Gefühl bekommen, dass sie verstanden werden. Und das ist nicht nur die Sprache, das ist nicht reine Übersetzung, das ist viel mehr, das ist eine Schattierung und ein Gefühl, was erzeugt wird bei der Kommunikation. Und das, glaube ich, das kann man mit den Wörtern gar nicht fassen. Als erster Punkt ist es oft, dass man, wenn man solche Kommunikation betreibt, sich zu entscheiden, oft muss man sich entscheiden, welche Sprache ist sozusagen primäre Sprache, weil sie, auch wenn sie nebeneinander auf der gleichen Ebene stehen, trotzdem ist es oft, dass es dann eine Sprache gewisse Priorität bekommt. Und da muss man gucken, wer ist dann letztendlich die Kunde. Es gibt bestimmte Firmen, die betreiben die Philosophie und sagen, bloß nicht mehrere Sprachen zusammenführen. Für jede einzelne Zielgruppe muss eigene Kommunikationsmittel entstellt werden. Ich finde für mich als Grafikdesigner unglaublich reizvolle Aufgabe, wenn ich mehrere Sprachen zusammenbringe und diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit im Bild, in der Kommunikation so in einem Werk so einschließe. Ja, aber es ist eine Herausforderung und das ist eine schöne Herausforderung. Ich liebe wirklich mit Kyrillisch zu arbeiten, aber man muss aufpassen und leider die anspruchsvolle am Kyrillischen, sie ist nicht sofort erkennbar. Wenn die Leute zum Beispiel Chinesisch sehen und sagen, oh, ich lasse die Hände davon, es ist viel zu kompliziert zu setzen, oder Arabisch, das ist noch besser, es funktioniert gar nicht. Bei Kyrillisch haben viele Leute das Gefühl, ach, das kann ich mit links, das muss ich nicht können. Und da gehen viele Qualitäten im Satz, was die Leute, die Sätze in Russland wirklich über Jahrhunderte gefeilt haben, die gehen verloren. Und das finde ich schade. Nonletten kann man natürlich auf gewisse Art und Weise als Ausgrenzung verstehen. Man definiert sich durchs Gegenüberstellen quasi. Es gibt eine lateinische Welt und eine nicht-lateinische. Da ist es, es gibt gewiss, ist es wie eine Waage, die etwas gekippt ist. Ist es ein schöner Begriff? Der macht das alles spannend und er sensibilisiert für das Thema. Und ich finde, das ist besser zu polarisieren und etwas nicht perfekt formulieren, als wenn das irgendwie leicht verdaulich wäre wie Global Typografie.